Was geht ab, Community? Das hier ist Back Runs Gaming mit einem weiteren Teil von Hidden Agenda. Ich denke mal, wir beenden das Spiel hier. Und ja, ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter. Jetzt kommt Teil 3 von Hidden Agenda. Ich bin so gespannt drauf. Werden wir den Mörder finden? Den wahren Mörder? Oder wird es erfolglos bleiben? Und der Typ stirbt am Ende. Ist übrigens noch keiner gestorben, außer jetzt dieser Arsch, aber pff, was soll ich bringen? Glauben Sie noch, ich was? Becky, wenn ich ehrlich bin, sieht das schon ein wenig aus wie Sie und das wird Ihnen nicht gerade helfen. Ja. Wenn ich das auf dem Video wäre, warum sollte ich es Ihnen zeigen? Ich hätte Sie auch einfach in der Hütte töten können. Das hätten Sie ja auch fast. Touché, der Typ aus dem So Video, war ja. mit dem Pulli, den habe ich vorhin verfolgt. Sicher? Ziemlich. Okay, also, das Kroger, sie arbeitet mit dem Trapper. Warum? Sie lockt sie an und tötet Gute sie Frage. und er stellt dann die Falle? Klingt verrückt, aber könnte sein. Klingt verrückt, aber ja, vielleicht. Danke. Ja. Als Calvary vor 5 Jahren im Sehr Trapper-Fall nett, danke. ermittelte, war er in einem Punkt leider blind. Prostituierte, das erste Ziel, der Bestatter, traf ein Callgirl in der Nacht seines Todes. Und Calvary wurde von einem Callgirl getötet. Oder jemand, der sich so anzieht. Und wenn der Trapper seine Opfer mit Hilfe eines Callgirls an einen vorher bestimmten Tatort lockt? Ach, ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Es ist, als wären alle hinter mir her. Keine Sorge, Detective. Ich passe auf Sie auf. Darauf trinke ich. Darauf trinke ich. Ich bin gespannt, ob so wirklich auch was dort meine ersten Vielleicht hat Gelegenheit Finn erfüllt recht. werden. Und Adam Jones steckt wirklich hinter all dem. Aber wenn er wirklich hinter all dem hier steckt, wo ist er jetzt? Ich frage mich gerade, Wissen warum Sie man so eine was? wichtige Es ist Entscheidung macht. ziemlich spät. Ja. Ich sage, schlafen Sie drüber und gehen damit morgen früh zum Sergeant. Ja, wird am besten sein. Tschüss. Okay. Bis dann. Der Akku ist leer. Das passiert immer, wenn irgendwas Wichtiges passiert. Oh nein, da war was drin im Getränk. Ich hätte es sein lassen sollen, was zu trinken. Wer ist das? Ist das so eine Prostituierte, die mit den Trapper zusammenarbeitet? Ich hoffe mal nicht. Hey Lana. Check deine Mails jetzt. Was? Oh. Egal wer das war, es spricht dafür, dass Marnie Calvary umgebracht hat. Und Aha. nicht nur Calvary. Hör die Aufnahme an. Unglaublich, wie diese blöde Marnie ihr Maul aufreißt. Wir müssen aufpassen, sonst lässt sie die ganze Operation platzen. Was sagt sie? Sie hat mich bedroht, uns alle. Sie ist außer Kontrolle. Jemand hatte Jetzt das denkt sie. jahrelang in deinem Besitz. Hast du die Stimmen erkannt? Nein. Sollte ich? Es wurde bestätigt. Es sind zwei der Officer, die der Trapper getötet hat. Ja, Marnie war komisch und ja, sie hat ein Motiv. Aber? Sie hatte nicht die Gelegenheit. Woher weißt du das? Sie war bei mir in der Nacht, als Calvary starb. Ah. Also, wenn sie es war, war es ein echt guter Trick. Ich denke, sie auch noch, dass sie sein könne. Oh Mann, ey, das kann doch nicht mehr wahr sein. Jetzt verschätze ich echt alles gegen sie. Das kann echt nicht mehr sein. Warum muss das immer so enden? Jetzt müssen wir uns alle umbringen. Was? Nee, Quatsch. Entschuldigung.
Oh Mann, warum muss das immer so sein? Ich denke mal, wir werden es nicht schaffen, den Typen zu erledigen. 8 Stunden. Das ist praktisch fast um 9 wird er dann gekillt. Das klingt dann, ja, gefesselt. Und warum ist sie angezogen wie die Prostituierte? Ja, Nuttenstiefel. Diese Nuttenstiefel, ey. Steht die aber irgendwie da dort fest. Licht am Headstone? Oh, fuck! Oh mein Gott! Oh Gott! Noch 4 Minuten? Was? Oh Gott! Was hat sie mit mir gemacht? Wer Was sie? Hat sie mich reingesteckt, verdammt? Ah, Richter. Benstone, ich am. Was ist denn? Ja, sie sind bald tot. Er hat sie präpariert. Was? Tut mir leid, sie werden leider sterben. Nein, 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 nein. Sie werden leider sterben. Es ist wahrscheinlich ein Sprengkörper. Scheiße, ich muss nachdenken. Gott. Ich muss nachdenken. Was macht der Kopfdetektiv Warney? Sie suchen nach ihnen. Sie wissen alles. Dass sie alle getötet haben. Es gibt keinen Kopf. Sie sind der Trapper, Becky. Entsetzt. Wieso tun Sie das? Sagen Sie es mir. Ja, haben Sie wieso? Mir nicht genug angetan? Lebendig daraus kommen, wenn sie das irgendwie tröstet. Aber sie müssen sehr aufmerksam zuhören. Wie sie sehen, befindet sich ein kleiner Pulsmesser an Richter Vanstones Arm. Er ist synchronisiert mit einem Handy, das ich chirurgisch in seinen Magen implantiert habe. Das Handy ist nur der Timer. Aber jeder seiner Herzschläge zieht eine Sekunde ab. Tja. Je schneller sein Herz schlägt, desto schneller die Uhr. Schlangen bewusstlos. Möchten Sie einen Tipp abgeben, was passiert, wenn der Timer die Null erreicht? Game over. Für alles und jeden in einem 30 Meter Radius etwa. Oh, was höchstwahrscheinlich all die Polizisten mit einschließt, die in diesem Moment kommen, um sie zu verhaften. Tun Sie das bitte nicht! Bitte! Ich habe Ihnen noch gar nichts getan! Das ist es. Bitte das ist es. Nicht. Sie hat doch nichts getan, Herrgott. Ist das nicht das Schlimmste? Zu denken, dass irgendwie alles Ihre Schuld ist. Manchmal, es stampft einen ein. Also lässt man sich Stacheln wachsen. Manchmal ist Töten die einzige Option. Was? Das ist doch krank, ey. Sie kann weglaufen, aber ich kann nicht versprechen, dass ich den Ballon nicht etwas früher platzen lasse. Und da drin ist genug Sprengstoff, um das ganze Stockwerk platt zu machen. Großer Gott! Ihre Waffe liegt nicht ohne Grund noch dort. Stoppt sein Herz. Stoppt der Timer. Es kann nicht Ihr Ernst sein. Das kann sein, was er will, dass man ihn umbringen. Sie kann leben oder sie kann sterben. Es liegt bei Ihnen. Und die Uhr tickt. Was sagt uns, dass er das nicht jetzt zündet, wenn wir versuchen, ihn zu retten? Der hat doch bestimmt hat irgendwo gesagt? Eine Kamera. 100 Pro. Können Sie mich hier rausholen? Adios. Adios, ey. Hey, wo gehen Sie hin? Nicht weg. Denkt sowieso jeder, dass wir sind. Hilfe! Tut mir leid. Ich denke, jeder, der wir sind, der wird zünden, 100 Pro.
Es tut mir leid, aber ich musste tun. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ah, oh Mann, es tut mir leid. Oh, Moment! Scheiße. Oh, shit, ey. Ich glaube, sie ist tot. Ich glaube, sie hat sie umgebracht. Aber naja, die denken sowieso alle, sie sind. Sie ist der Killer. Oh, rotes Kabel ist blaues Kabel. Denken sowieso alle, sie ist der Mörder. Von daher. Macht es am Ende sowieso nichts mehr aus. Der Playthrough war für Bobbis. Sagen wir mal so. Shit, ey. Sechs Stunden bis zur Hinrichtung. Was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Ich weiß nicht. Sie war so nah dran, aber nicht nah genug. Becky war in der Nacht von Calvarys Tod bei mir. Bis morgens. Wenn sie ihn nicht umgebracht hat, ist der Trapper noch da draußen. Ja. Felicity, ich weiß. Sie wollen helfen, aber alle Beweise sprechen gegen Becky. Aber sie ist unschuldig. Treten Sie denn nicht füreinander ein? Haben Sie nicht einen Kodex? Es gibt nur ein einziges Blau, stimmt's? Ja, genau. Das hat man uns auf der Akademie vorgeheuchelt. Ja, toll. Toll. Toll, toll, toll. Vor einigen Stunden wurde Richter William Vanstone aus seinem Haus entführt und grausam ermordet. Ja. Detective Marnie starb in der gleichen Explosion wie Richter Vanstone. Die Behörden haben bestätigt, dass Marnie im Mordfall des Detectives Jack Calvary als dringend tatverdächtig gilt. Die Ermittlungsarbeiten dauern an. Soeben verlas Sergeant Riggs vor Vertretern der Presse eine kurze Erklärung. Ups. Ist wohl nicht ganz so dies gelaufen. Dies ist ein dunkler Tag für die Polizei. Doch ich versichere Ihnen, dass wir alles Nötige tun. Einschließlich einer rigorosen internen Untersuchung. Damit eine derartige Täuschung der Justiz nie wieder vorkommen kann. Ich weiß nicht, ob Detective Marnie der Trapper war. Kann's nicht beweisen. Aber sie hatte ein Motiv. Gelegenheit, vielleicht. Komm so, Ronald. Es kommt wohl darauf an, ob ich ihr vertraue. Das frage ich mich nun schon ziemlich lange. Becky Marnie schien als Kopf Probleme zu haben. Warum haben sie sie gedeckt, als sie selbst Probleme hatten? Damals, Mann, ich war higher als die ISS, wenn Sie verstehen. Die internationale Raumstation. Das verstehe ich. Kann ich jetzt gehen? Also ja, Marnie hat ihre Spuren sehr gut verwischt, sie war Polizistin, also kannte sie unsere Denkweise sehr genau. Nach meiner Expertenmeinung werden wir das ganze Ausmaß von Marnies Betrug wohl nie erfahren. Sehr intelligent. Manipulativ. Dazu bereit, jeden auszuschalten, der ihr im Weg steht. Besonders die, die ihr vertraut. Aber hey, wenigstens kann sie niemandem mehr wehtun. Tja, ja, so kann man es natürlich auch sehen. Ich weiß nicht, es ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wären etwas dran. Gibt überhaupt keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass sie dahinter steckt. Ich vertraute ihr. Ich vertraute ihr. Hätte sie am Ende sagen müssen. Ich liebte sie. Ja, Katie Cassidy als Becky Marnie, die leider gestorben ist. Naja, ups. Sind einige gestorben. Der Richter, der Typ, der vom Dach geplumpst ist. Sie ist gestorben. Dieser eine Arschloch-Polizist.
sind so einige gestorben, die nicht hätten sterben müssen, aber wie viel Verlust ist immer. Ich würde mal sagen, tun wir eine Denksekunde einlegen. Ja, okay, haben wir eingeleckt. Und dann können wir auch schon weitermachen. Sobald hier, ich denke mal, man kann das abbrechen irgendwann. Werde ich mal gucken, ob danach noch was ist. Und dann melde ich mich nochmal. Oh ne, zeigen Sie uns jetzt, wer Wirklichkeit war. Rattenfallen. Noch mehr Rattenfallen. Zeigen uns, wer es war. Ne? Wow. Oh. Sie müssen ein riesen Rattenproblem haben. Oh, er war's. Oh, Scheiße. Was für ein Scheiß. Mensch, ey. Dann ärgert mich, dass wir das jetzt nicht geschafft haben. Egal. Ja, aber mir persönlich hat das Spiel verdammt gut gefallen. Wenn ich das jetzt nochmal mit German Snake Gaming zusammen zocke irgendwann, dann wird das bestimmt nochmal viel, viel lustiger werden. Auch wenn wir jetzt nicht zusammen zocken können, also wir können jetzt kein gegeneinander machen, weil wir halt in verschiedenen Bundesstädten sind und kein WLAN darüber empfangen können zueinander. Aber wie gesagt, schade, aber egal. Das wird auf jeden Fall noch spannend. Auf jeden Fall, denke ich auch mal, auf jeden Fall. Aber gut, ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo dalassen. Daumen nach oben, teilt es mit Freunden und Bekannten. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.